frag mich ja vor allem, wo die letzte Geisel ist. Hagrid sieht bei Nacht die Fledermaus. Die vom Doc ging nicht. Seine Heilung war ein Graus. Ah ja, das Gebäude. Der Keller des guten Doktors von Man-Bat. Forever my love. Lief das hier noch nicht? Das war doch das letzte Mal nicht kaputt, als wir hier waren. Sehr gut, Detektiv. Als ein Schulhofschläger von früher das Rätsel testete, konnte er es einfach nicht lösen. Weißes Rauschen. Dr. Lurk Langstrom begutachtete das Wunder der Evolution, das vor ihm auf dem Tisch lag. Dieses Modus Rotundus, die gemeine Papierfledermaus. Es war vermutlich die schönste Kreatur, die er je aus der Ferne untersucht hatte, aus der Nähe untersucht hatte, abgesehen von Francine natürlich. Langstrom drehte die Lautstärke seines Soundsystems auf und lauschte dem Klang von Brahms dritter Symphonie. Die Musik beschwor glücklichere Zeiten mit seiner geliebten Frau hervor, damals vor seiner Diagnose, bevor die Verwesung einsetzte. Zuerst war der Tinnitus nur unterschwellig wie das Brummen eines Kühlschranks im Nebenzimmer, ein leicht irritierendes Fiepen, das er weder auswendig machen noch ignorieren konnte. Im Verlauf der nächsten Wochen wurde das Geräusch immer lauter, bis Kirk fast nichts anderes mehr hören konnte, sofern er sich nicht mit voller Kraft darauf konzentrierte, Die Worte des Arztes jedoch hörte er laut und deutlich. Kirks Krankheit war selten, chronisch und unheilbar. Der Gedanke, nie wieder seine geliebte Sinfonie zu hören, war grauenhaft, doch Francines Stimme würde er am meisten vermissen. Ihr Tonfall, wenn sie ihn anneckte, die Art, wie sie lachte, als wäre das kleine Mädchen in ihrem Inneren niemals völlig erwachsen geworden. Kirk war nicht bereit, all dies widerstandslos aufzugeben. Er war schließlich ein Wissenschaftler, und die Wissenschaft würde einen Weg finden. Kirk war sich sicher, dass sich die Lösung vor ihm auf dem Seziertisch befand. Ich kann nicht mehr richtig lesen. Gut, dann wären wir hier fertig. Das letzte Mal, als wir hier waren, war es aber nicht so durcheinander. Das heißt, der gute Mann war wohl ab und zu mal zwischen seiner Gefangennahme, und also zwischen unserer Begegnung mit ihm und seiner Gefangennahme, unten in seinem Keller und hat sich wohl ab und zu auch zurückverwandelt. Missionsauswahl. Ja, da suchen wir noch nach dem Typen hier. Die Belohnung ist Strafe, Erniedrigung und Pein. Die Frage ist nur, wo sind sie? Ich habe nämlich keine Ahnung. Killer Croc oder was? Oder der Weiße, der den weißen Hai hat schon mal. Objekt außer Sichtweite, ehrlich? Objekt außer Sichtweite, willst du mich verarschen? Was muss ich denn hier scannen, wenn das außer Sichtweite ist? Da hoch geht's ja nicht. Das Loch in der Wand, interessant. Luftfracht. Mit einem Blick waren die eben noch vor sich hindösenden Soldaten hellwach und entsicherten ihre Halbautomatikgewehre. Keiner war sich so recht sicher, was genau sie aufgeschreckt hatten. Vermutlich nur Turbulenzen. Der Kommandant der Einheit nickte gegen Container, sein Finger direkt am Abzug. Der Ständerbehälter erfüllte fast den kompletten Frachtraum des Schiffes aus und musste mehrere Tonnen wiegen, sein Inhalt noch nicht mit eingerechnet. Die Männer waren der Spur dieses Dings im Inneren wochenlang durch das Sumpfgebiet am Rande Gothams gefolgt. Nicht alle hatten die Mission überlebt.
Ihre übel zugerichteten Körper hatten sie zurückgelassen müssen. Die Mission hatte nie existiert und dasselbe galt jetzt auch für sie. Ein Agent in Zivil hielt sich ein Taschentuch vor Mund und Nase, während er die Akte überflog und den Gestank fauligen Fischs, der dem Container entströmte, zumindest etwas zu dämpfen. Der Mann kannte nur die Berichte, Fotos, eine Krankenakte. Er würde die Kreatur nie in echt sehen. Eine Erleichterung. Der Agent sah von der Akte auf und wurde des panischen Gesichtsausdrucks der anderen gewahr. Diese Soldaten waren erschöpft, ausgelaugt. Ein Unfall war das Letzte, das er jetzt brauchen konnte. »Ganz ruhig, Jungs«, schrie er gegen das laute Tosen der Motoren an und tätschelte mit den flachen Händen das stillende Gefängnis. »Der schläft noch mindestens einen Monat lang!« Im Innern des Containers war die Wirkung des Betäubungsmittels längst verflogen. Die milchig trübe Membrane über den Augen zog sich zurück und die Pupillen, zunächst nur dünne, senkrechte Striche, weiteten sich. Croc war erwacht. Und er wollte aus diesem Luftschiff raus. Naja, Kriller Croc ist ja auch noch irgendwo. Und wir wissen nicht, wo, und schon wieder so ein komischer Computer. Dort brennt Ace Chemicals. Wo ist denn jetzt die letzte Geisel? Ich habe keine Ahnung. Kann mir da jemand einen Tipp geben? Ich bin ja gegen Spoiler, aber gegen Tipps habe ich ja nichts. Wenn ich ihn jetzt nicht selber finde, natürlich. So, den schalten wir mal aus. Tun sie auch nicht, nee. Wir brauchen den Schlüssel. Falcone Shipping. Weißt du, was das Schlimmste daran war? Sie sah billig aus. Also, mein Hübscher, worauf warten wir? Befühlt aufgegeben, die Insassen sind los. Eigentlich konnte ich den Wahnsinn niemals so groß. Wurde eigentlich nur das Zentrum von Gotham evakuiert oder stehen wir denen auch Island. Hier? Scarecrow hat die ganze Stadt bedroht, Selina. So eine Tragödie. Ich gestatte ihn keinen Besucher. Anstatt seit der Sharp schoss die Zornesröte ins Gesicht, als Batman einfach an ihm vorbeimarschierte. Das ist kein Freundschaftsbesuch. In der Zelle warfen die weißen gepolsterten Wände das grelle Licht der Glühbirne zurück. Du bist es wirklich! Du bist gekommen! Der mit einer Zwangsjacke gefesselte Insasse der Zelle warf sich aus einer Ecke des Raums schluchzend und winselnd direkt vor Batmans gepanzerte Stiefel. Ich bin ja so froh, dass du es bist, Bats, wimmerte der Joker. Die halten mich für verrückt. Batman riss seinen Fuß nach oben, warf den Wahnsinnigen auf den Rücken und hielt diesen mit seinem Stiefel an offene Stelle. Drei Tote. An. Blackgate, bist du ja eingesperrt. Batman drückte hart zu, bis das Knirschende der Dritten zunehmend vernehmbar. Wie hast du es gemacht? Der plötzliche Gewaltausbruch und der kehlige Unterton in Batmans Brüllen überraschte sie beide. Erschrocken trat Batman zurück zur Tür, der nun wieder freie Joker rollte hysterisch auf den Boden hin und her. Ich wusste, dass es dich kümmert. Batman zog seine Umhänge um sich und verbannte die Wut von dem plötzlichen Abscheu und trug sich selbst wieder weit weg von sich. Du bist hier rausgekommen, Joker. Wie? Vielleicht bin ich ja doch verrückt, sagte der Joker, während er rückwärts zur Wand kroch und sich dort anlehnte. Denn das ist das erste Mal, dass ich davon höre. Er machte eine kurze Pause und sprach dann mit abstoßender Ernsthaftigkeit weiter. Ich habe deine Kinder hier nicht umgebracht. Du brauchst wirklich keine Ausreden, um hier vorbeizukommen. Als Sharpie Wachenmann dann eintraf, war Joker allein und hatte ein weites Grinsen. Ich bin in seinem Kopf, Sharpie.
Damals schon? Das wusste der schon in Arkham Island? Also wusste er noch als... Brauchst du Hilfe? Ha, interessant. Ich will da wieder zurück. Irgendwie, keine Ahnung wieso. So, damit wäre das Rätsel aufgelöst. Ich glaube, wir haben sonst keine mehr, ne? Also auf League Island ist nichts mehr, auf Founders Island sehe ich hier jetzt auch nichts mehr. Und auf Miyagani Island sehe ich auch nichts. Das Einzige, was wir noch übrig haben, sind diese Rätsel hier. Aber wie gesagt, die will ich alle machen, wenn, wenn wir da mit dem Batmobil rein können, was wir derzeit noch nicht können. Und, also in den Hafenbereich können wir momentan noch nicht. Und ansonsten hätten wir noch die Hauptmission. Und natürlich hier den hier, aber ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich werde weiter nach den vermissten Feuerwehrleuten suchen. Ihr Leben ist in Gefahr. Keine Ahnung, wo der sein soll. Keine Ahnung, wo der sein soll. Ich nehme einfach mal an, irgendwo auf Founders Island. Weißt du was? Scarecrow, aber ich bin nicht sicher. Dieser Arkham Knight und seine Riesenarmee. Ich verschwinde aus der Stadt. Ich meine, ich könnte ja theoretisch irgendwo rumfahren, immer, ne? Und dann gucken, ist er hier, ist er dort, ist er überall. Aber das wissen wir nicht. Also, es wäre auch zu viel Zeitverschwendung, ganz ehrlich. Also noch drei Flugzeuge, die kann ich noch erledigen. Oder drei Drohnen, sagen wir es so. So. Die wäre erledigt. Beziehungsweise jetzt ist sie erledigt. Da hinten ist die nächste. Währenddessen halte ich einfach mal Ausschau nach den Geiseln. Also nach den Feuerwehrmännern. Da hing gerade ein Opfer von Peak an der Wand. Aber das ist ja nicht das, was ich suche. Und um Peak haben wir ja uns ja auch schon gekümmert. Das Ding ist mindestens 15 Meter groß. Ich habe gesehen, wie es aus dem Boden schoss. Das kann nur eine Person gewesen sein. Ivy. Um Ivy müssen wir uns ja auch noch kümmern. Wo ist er? Ach, da. Hab gesehen, wie einer Scarecrow's Gas eingeatmet hat. War echt übel. Serpent offline! So. Und jetzt noch eine einzige. Die muss da hinten irgendwo sein, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, da hinten sind auch noch welche und da hinten ist er. Oder ist das auf Founders Island? Nee, das ist noch Miyagani, oder? Das ist eine Pflanze. Was ist dein Problem? Hey, ich hab gesehen, wozu die in der Lage sind. Wie sie einfach so einem Typen den Kopf vom Hals gesaugt haben. Nicht schön. Warum kann das Batwing, warum kann der Batwing die Drohnen eigentlich nicht ausschalten? Ich meine ja nur, der müsste ja auch Waffen haben. Diese Panzer. Für den dürfte es doch eine Leichtnis sein, oder? Na, hoffen wir mal, dass es klappt. Nee. Dann müssen wir es nochmal versuchen. Wiki Show. Oh, ich vermisse Wiki. Aber bei Scarecrow krieg ich eine Gänsehaut. Von der haben wir bisher noch gar nichts gehört. Nur kurz was gelesen, aber gehört eigentlich nicht. Das ist etwas enttäuschend.
So, und das ist die letzte, zumindest über Miyagami Island. Hey Gott, dies ist eine öffentliche Bekanntmachung. Ich wollte euch nur darüber informieren, dass Beth meine Rätsel nicht lösen konnte, weil er wirklich, wirklich dumm ist. Danke. Macht nun weiter mit euren langweiligen Leben. Was nervt er uns damit? Er muss uns immer nerven, oder? Er kann nicht anders. Cash, ich habe die Flugdrohnen der Miliz auf Miyagami Island ausgeschaltet. Die Hubschrauber haben wieder freie Flugbahn. Klar, Batman. Der kann nicht anders. Der muss uns immer nerven, oder? Aber ich habe jetzt keine Geiseln gesehen. Letzte Hoffnung wäre tatsächlich jetzt auf Founders Island, dass ich da noch irgendwas finde. Wenn ich da jetzt nichts finde, dann weiß ich auch nicht. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich hier überhaupt noch irgendwelche Drohnen auf Founders Island jetzt noch finde. Ich sag's dir, Mann. Wir hätten mit den anderen abhauen sollen. Bist du irre? Die Stadt gehört jetzt praktisch uns. Ja, toll. Aber was passiert, wenn Scarecrow sein irres Gas freisetzt? Ich hab eine Maske. Masken helfen bei dem Zeug nicht, Mann. Aha, jetzt ist es schon zu denen durchgedrungen, hä? Hätten sind so Helikopter, aber also so Helikopterdrohnen, aber keine Flugdrohnen im herkömmlichen Sinne. Das sind einfach nur solche Helikopterdrohnen, die bewachen die Zeppeline. Der Arkham Knight hat die Fledermaus im Visier. Er wird ihn bald vom Himmel holen. Und die kommen ja immer wieder, die Dragon-Drohnen. Also, oder? Ich meine, ich könnte ja mal versuchen, das irgendwie auszuschalten im Batmobil. Das geht ja. Wenn ich einen guten Winkel hinkriege. Hätte nicht gedacht, dass wir uns die Straße mit verfluchten Panzern teilen. Ich kriege keinen Winkel hin. Wie sieht es mit dem Unterbrecher aus? Kann ich hier irgendwas machen? Drohne zerstört sich selbst, wenn sie versucht, ihr Waffensystem abzufeuern. Ich glaube, ich habe eine Bombe auf der Straße gesehen. Wir hätten abhauen sollen, als wir es noch konnten. Zur Hölle bin ich hier eigentlich? Ist es das, was ich glaube? Also einen guten Blickwinkel auf die Drohnen kriege ich von hier aus nicht. Auf die Schütze vielleicht. Glaub mir, lass die Banken besser in Ruhe, die sind passiert. Wie schießt der denn? Das juckt das Geschütz absolut nicht. Das ist ja interessant. Arbeiten zusammen wie die besten Freunde. Wie lange das wohl hält? Das sind Drohne. Dragon zerstört. Ach, da gibt es sogar eine Durchsage. Das heißt, wir können die doch zerstören. Interessant. Wir können die doch permanent zerstören. Okay. Das wusste ich jetzt nicht. Es fahren noch jede Menge Panzer rum. Es fahren noch jede Menge Panzer rum, was? Da habe ich mich jetzt aber verhört. Wieso weiß ich davon nichts? Ah. Er hat eine Drohne erwischt! Nein! Doch! Ich glaube, das war die letzte. Sonst haben wir hier im Luftraum von Founders Island auch gar nichts mehr. Hier fliegt nichts mehr. Der Riddler bringt heute Nacht Batman und Catwoman um. Vielleicht ist er wirklich ein Genie. Der Riddler hat keinen von uns. Na, egal. Gut, ich habe keine Ahnung, wo der letzte Feuerwehrmann sein soll. Es gibt hier keine Drohnen mehr, soweit ich sehe. Normalerweise wurden die ja immer oben rechts hier angezeigt. Finde und rette die vermissten Feuerwehrleute der 17. Wache. Da fehlt uns noch einer. Ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Ich weiß es nicht.
Ansonsten haben wir nur noch die Hauptstory und natürlich die Rätsel hier unten. Im Hafen von Founders Island. Puh, keine Ahnung, wo der Satz sein soll. Keine Ahnung, weiß es nicht. Vielleicht gibt es da einen Tipp. Vielleicht hat da irgendjemand in den Kommentaren aufgepasst, welche ich schon gefunden habe und welche noch nicht und kann es jetzt sagen, aber wahrscheinlich nicht. Ja, oder es gibt sogar einen speziellen Fundort für den letzten. Das muss ja eigentlich der Chief Davis sein, nehme ich an. Ich weiß es nicht. Gut, ich mache jetzt aber hier eine Aufnahmepause. Ich nehme jetzt schon wieder selbst. Wo ist mein Panzer? Das ist nicht fair, Mann. Eigentlich gibt es nur noch einen Panzer und das ist mein Panzer, aber ja, egal. Das heißt nicht, dass ich da unten fährt. Da unten ist gerade was Rotes langgefahren. Riddler wird es noch bereuen, sich mit Catwoman angelegt zu haben. Die ist rachsüchtiger als die Fledermaus. Das war wahrscheinlich nur ein rotes Auto. Und ja, wie gesagt, um den Rest kümmern wir uns in der nächsten Aufnahme. Ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, in der nächsten Aufnahme. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich hatte schon mal das Vergnügen, Scarecrows Angstgas abzukriegen. Das muss ich echt nicht nochmal haben.